Die vereinfacht dargestellte Wasserpumpe wurde vor ca. 800 Jahren entwickelt und war eine geniale Erfindung, die weit ihrer Zeit voraus war. Über zwei Saugrohre wird das Wasser von der Pumpe angesaugt und über das gemeinsame Druckrohr in einen Bewässerungskanal gepumpt. Die Pumpe besteht aus zwei Zylindern, deren Kolben über zwei Stangen mit einer drehbaren Gabel verbunden sind. Die Gabel wird von dem schwarzen Führungsstift der gegen den Uhrzeigersinn rotierenden Antriebsscheibe hin und her bewegt, die mit den beiden Stangen die Kolben der Zylinder bewegt. Sobald sich die Kolben nach links bewegen, saugt der rechte Kolben das Wasser über das rechte Steigrohr in die Pumpkammer, während gleichzeitig der linke Kolben das Wasser aus der Pumpkammer durch das linke obere Druckrohr in den Bewässerungskanal schiebt. In dieser Pumpphase sind die Ventile V1 und V4 geöffnet und die Ventile V2 und V3 geschlossen. Ich zeige das nochmal. Wenn sich die Kolben nach rechts bewegen, wird das Wasser jetzt über das linke Steigrohr in die linke Pumpkammer gesaugt und zeitgleich das Wasser aus der rechten Pumpkammer über das rechte obere Druckrohr in den Bewässerungskanal gedrückt. Während dieser Pumpphase werden die Ventile V1 und V4 geschlossen und die Ventile V2 und V3 geöffnet. Ich wiederhole das noch einmal. Die vier Ventilklappen werden bedingt durch den sich ändernden Wasserdruck in den Zylindern geöffnet und geschlossen und leiten den Wasserfluss durch die Pumpanlage. Wichtig ist auch, dass die Ventile richtig herum in die Rohre eingebaut werden. Die Antriebsscheibe, die eigentlich ein Zahnrad ist, wurde über ein Zahnradgetriebe aus Holz von einem Wasserrad bewegt. Danke fürs Zuschauen.